Wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Stahlrohrschlüssel und dem Aluminium-Drehmomentschlüssel-Drehmometer von Gedore? Ganz einfach, der Aluschlüssel ist natürlich extrem leicht, robust und langlebig, als auch längenunabhängig. Das bedeutet, Sie können den Schlüssel weiter vorn anfassen, beidhändig arbeiten oder auch ein Aufsteckrohr aufsetzen. Das Drehmoment bleibt bei dem Drehmometer, wo der Vierkant direkt im Werkzeug drin ist. Das Drehmoment bleibt immer gleich. Somit ist er sehr, sehr sicher und wiederholgenau. Des Weiteren gibt es alle Drehmomentschlüssel von Gedore Drehmometer aus Alu von 6 Newtonmeter bis 3000 Newtonmeter in verschiedene Größen. Gerade bei dem 3000er brauchen Sie dann sogar schon zwei Aufsteckrohre. Wir haben jetzt eine Besonderheit, eine Neuheit, und zwar gibt es den Drehmometer DNR mit Feineinstellung, sprich mit Nonius. Das bedeutet, Sie können hinten rausziehen und drehen wie gehabt, können viel besser ablesen als früher mit der Monoskala und dem Nonius und können auch 255, 56, 57 und so weiter einstellen. Den DNR gibt es als Satz mit 3/4 Aufsteckknarre. Ich zeige es mal. Aufsteckknarre entsprechend aufsetzen. Und natürlich die Nuss aufsetzen. Und wenn man möchte, nehmen Sie das Aufsteckrohr. Machen Sie mal ein bisschen von hinten, damit man es auch komplett in der Kamera sieht. Mit einem Schnellverschluss zack drauf gehen. Aufsteckrohr arretieren. Und anziehen, bis der Schlüssel auslöst. Alle Drehmomentschlüssel von der Firma Gedore werden kalibriert und hergestellt mit einer maximalen Abweichung von plus minus 3%. Das bedeutet, dass sie noch genauer sind, als die ISO 6789 fordert.